Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Origins. Hier noch im Lager und ich wollte eigentlich schon mit Alistair reden, hieß es. Oder ob wir gleich zum Turm gehen, aber erstmal reden. Doch, erstmal. Beschäftigt euch etwas? Redest du denn mit mir gerade? Das klang merkwürdig. Natürlich. Könnt ihr mich zum Templer ausbilden? Natürlich könnte ich das. Ich könnte es sogar euch beibringen. Jedem, der eine Kampfausbildung hatte. Wenn ich schon Geheimnisse der Kirche verrate, kann ich auch alles verraten. Schickt mir ins Lager, wen ihr wollt, dann gebe ich mein Bestes, ihn auszubilden. Neuer Codex, Sandra Templer. Beschäftigt euch etwas? Das klingt merkwürdig. Natürlich. Erzählt mir von den Grauen Wächtern. In ihrem jetzigen Zustand? Zumindest nicht über die Grauen Wächter. Also gut. Beschäftigt euch etwas? Doch. Natürlich. Geburtsrecht. Warum habt ihr euer Geburtsrecht geheim gehalten? Weil ihr nie gefragt habt. Okay. Habt ihr mir nicht vertraut? Ich dachte, wir haben befreundet. Dann antwortet ihr nicht. Vertraut? Wir sind befreundet. Ich wollte nicht. Es sollte nicht. Lasst es mich erklären. Ich bin nicht daran gewöhnt, es jemandem zu sagen, der es nicht schon weiß. Es war immer ein Geheimnis. Selbst bei den Grauen Wächtern wusste es nur Duncan. Und nach der Schlacht, wenn ich es euch hätte sagen sollen... Ich weiß nicht. Da schien es irgendwie zu spät zu sein. Wie erzählt man jemandem so etwas? Es kam eben heraus, Alistair, ihr seid der Sache aus dem Weg gegangen. Ich bin irgendwie Thronerbe. Ich glaube, ich kann das verstehen. Ich hätte es euch sowieso sagen müssen. Es war wichtig, dass ihr es wisst. Ein Teil von mir wollte nur nicht, dass ihr es erfahrt. Ihr habt es doch wohl nicht für gefährlich gehalten. Wolltet, dass ich es nicht weiß? Aha. Gefährlicher als das, was uns seit der Schlacht an Gefahren begegnet ist? Ich weiß es nicht. Das liegt daran, dass jeder mich anders behandelt hat, sobald er es erfahren hatte. Plötzlich war ich der Bastardprinz und nicht mehr einfach Alistair. Für euch klingt das sicher dumm, aber ich hasse es, dass mein ganzes Leben dadurch bestimmt wird. Ich wollte das nie. Genauso wenig wie König zu werden. Schon die Vorstellung macht mir Angst. Sehr möglich. Das klingt ziemlich wehleidig, Alistair. Ihr wollt nicht König sein? Warum nicht? Hallo? Ihr kennt mich doch. Ich bin kein Anführer. Ich will nicht auf dem Thron sitzen und Entscheidungen treffen, die das Leben anderer beeinflussen. Das bin ich einfach nicht. Ich sollte wohl dankbar dafür sein, dass Aal Eamons Thronbesteigung viel wahrscheinlicher ist als meine. Wenn es ihm gut geht. Was ich sehr hoffe. Jedenfalls tut es mir leid, dass ich es euch nicht früher gesagt habe. Es war dumm. Manchmal verzieht er seine Fresse schon merkwürdig. Ja, das war ziemlich dumm sogar. Nur keine Sorge, Alistair, es ist ja nichts passiert. Es ist irgendwie eine Erleichterung, dass ihr es jetzt wisst. Gehen wir. Gut, Spezialisierung Templar. Was er es kann. Beschäftigt euch etwas? Das klingt merkwürdig. Mann. Wenn ihr der Kirche aufgewachsen seid, habt ihr dann nie... Was verändert sich nach dem Beitritt? Wir sind ja schon beigetreten. Egal. Ups. So, gehen wir noch zu Stan? Was sagt die Uhr? 3 Minuten lang. Warum halten wir an? Ich glaube, wir sollten uns einen Moment unterhalten. Wir müssen die dunkle Brut bekämpfen. Ist diese Verzögerung notwendig? Ich muss wissen, ob ich euch vertrauen kann. Ich bin ein Kunari. Ich habe euch mein Wort gegeben, dass ich euch helfe. Und wir machen keine leichtfertigen Versprechungen. Ich bin noch nie einem Kunari begegnet. Erzählt mir das über Erfolg. Nein. Okay. Das hatte ich nicht erwartet. Gewöhnt euch an Enttäuschungen. Ein Volk ist ein komplexes Gefüge. Man kann es nicht einfach der Verständlichkeit halber zusammenfassen wie: Die Elfen sind ein schlankes, spitzohriges Volk, das sich durch Armut hervortut. Ihr sagt, ihr seid in einer Armee. Geht es euch gut?
Er sagt, ihr seid in einer Armee? Das bin ich. Wieso habt ihr euch entschieden, Soldat zu werden? Entschieden? Ich bin ein Sten der Beresat. Ich habe ebenso wenig entschieden, wer ich bin, wie ihr. Okay. Warum habt ihr die Kunari-Soldaten hergeschickt? Die Antam sind die Augen, Hände und Münder der Kunari. Durch uns lernt mein Volk die Welt kennen. Ah, okay. Habt ihr je in einem Krieg gekämpft? Ich habe immer im Krieg gekämpft, Zwerg. Dann müsstet ihr euch auf den Schlachtfeldern auskennen. Auf einigen. Sie sind nicht alle gleich. Fällt es euch immer schwer, Fragen zu beantworten? Im Allgemeinen ja. Ich weiß nicht, wieso das von Bedeutung ist. Seheron und Parfollen sind fern. Ferelden und die Dunkle Brut verlangen sofortiges Handeln. Warum diese Eile? Ihr seid merkwürdig. Ihr sprecht von Eile, wenn ich von Pflicht sprechen würde. Es ist aber nicht eure Pflicht, die Verderbnis zu bekämpfen. Nein, es ist eure. Aber ihr plaudert lieber mit mir. Okay, dann gehen wir halt. Wie ihr wünscht. Ach, Stan. Du musst noch viel lernen, junger Padawan. So, mal sehen, ob das jetzt auffällt, ob es funktioniert hat. Schauen wir mal. Du und du, unbedingt. Stan. Bleibt erstmal wieder da. Wir wollten dahin, weil zum Turm kommen, also müssen wir erstmal Hafen. An den Hafen. Bin jetzt einmal rundherum. Oh, Kampf. Zwischen Ding, was auch immer. Es ist ein Kampf. Genau, da ist er, da. Der extra Dog-Slot hat funktioniert. Wir haben unseren Hundi dabei. Aha, ist das schön. So ein Hund, den hat man halt normalerweise immer dabei. Der muss keinen eigenen Partyslot haben. Beziehungsweise hat jetzt seinen richtigen eigenen Partyslot. Kunari-Söldner. Aha, jetzt wäre es Stander mal der Richtige gewesen. Sind sogar Wölfe dabei? Ich will auch einen Wolf. Gut, habe ich das gelernt. Schilddeckung. Anhalten. Wechseln und drauf feuern. Halt! Tötet ihn nicht! Warum nicht? Er ist kein gewöhnlicher Bandit. Die anderen auch nicht. Sie haben hochwertige Waffen und Rüstungen und sind gut ausgebildet. Ihr wisst doch, wovon ich rede, oder? Wer seid ihr? Jemand, der bereut, euch angegriffen zu haben. Dem gesagt wurde, es sei ganz leicht. Die kleine Rothaarige töten, mit den anderen nach Belieben verfahren. Töten? Ihr wolltet mich töten? Niemand bedroht das Leben meiner Freunde. Wartet, einen Moment noch. Wer hat euch geschickt? Warum soll ich sterben? Man fragt nicht, warum jemand einen anderen töten will. Ich erfahre nur, was ich tun soll und wo ich mein Geld bekomme. Geld. Ich darf froh sein, wenn ich mit dem Leben davon komme. Können wir uns einigen? Es wäre zu eurem Vorteil. Sprecht, rasch! Ich habe keinen Streit mit euch. Nicht ich wollte euren Tod. Aber ich weiß, wo ihr den Auftraggeber finden könnt. Euer Leben muss durch gegen Informationen. Mir wurden Anweisungen aufgeschrieben, wie ich zu dem Haus komme. Es ist in Denerim. Hier. Mehr kann ich nicht tun. Danke. Geht jetzt. Ich will euch nie mehr sehen. Wir sollten ihn töten, um sicher zu gehen. Ja, geht und seid dankbar für euer Leben. Keine Sorge. Ich werde euch nicht mehr belästigen. Das war Marjolaine. Es kann nicht anders sein. Ich dachte, ihr werdet ja entkommen. Oder die Orlesianer. Die würden keine Söldner dafür anheuern, sondern selbst kommen. Nein, es kann nur Marjolaine sein. Vielleicht hat mich jemand gesehen, oder sie hat mich endlich gefunden und möchte zu Ende bringen, was sie begonnen hat. Sie sollten nach Dämmering gehen.
Keine Sorge, ich lasse nicht zu, dass euch jemand etwas antut. Sie muss dafür bezahlen, was sie mir angetan hat. Wenn wir je nach Denerim kommen, möchte ich ihr einen Besuch abstatten. Wir müssen Wichtiges kümmern. Mal sehen, vielleicht haben wir nicht die Zeit dazu. In Ordnung, aber es dürfte wohl kaum lang dauern. Schauen wir mal. Vielleicht ist es an der Zeit, die Angelegenheit endgültig zu klären. Schauen wir mal. Oh, hier gibt's Zeug. Erdwurzel, Weg zurück. Zeugs. Gibt's, ja. Alles meins. Dam, 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 dam. Gibt's nur einen Weg zurück? Langweilig. Wolfsfell. Das da. Wenn, dann muss ich... Geht nicht. Es gibt keinen Grund, noch weiter in diese Richtung zu gehen. Aha, dann gehen wir halt weiter. Da können wir nicht lang, also müssen wir da lang. Haben wir Sackgasse? Ah, hier geht's weiter. Jo, Gruppe sammeln, weiterziehen. Dum, 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 dum. Wir müssen an den Hafen. Hallo? Ah, da glitzert's schon. Wie ihr wünscht. Seht ihr den Turm? Die Aussicht von ganz oben muss großartig sein. Die Brücke ist kaputt. So, was ist denn hier los? Hier ist ein Sack. Genau so wird es geschehen. Da drüben eventuell auch. Schauen wir mal. Was? Verbindungsmann der Gemeinde? Aha. Ein sehenswertes Boot. Wie tief ist der See? Dürfen wir darin überhaupt schwimmen? Der Hund scheint besonders Interesse an dieser See. Der Hund? Anordnung weiter mal. Das sind die... Ah, auch diese Bäume und Co. Das hat was mit dem Hund zu tun. Da müssen wir also nochmal mit dem Hund hin. Ah. Carol. Hallo? Ich bin erfreut. Bitte? Danke. Jetzt habe ich den zweiten Sack nie genommen. Hallo? Sollten immer Tab dabei gedrückt halten. Aus verzögerter... Ach, Leertaste ist nicht springen. Ein abgesplitterter Feuerkristall, okay. Genau so wird es. Und Lederhelm. Brauchen wir nicht. Wer bist du, Kester? Da brat mir doch einer einen Storch. Was macht denn eine hochstehende Person wie ihr hier? Wir möchten über den See zum Turm. Ha, da habt ihr aber Pech. Seit Tagen darf niemand mehr über den See. Ich bin der Fährmann. Zumindest war ich das mal. Armer, alter Kester. Arbeitslos. Ich komme also nicht hinüber? Gregor kam her und sagte, sorget euch nicht, Kester. Unter Kontrolle, wir alles haben, tun. Sonst hat er nichts gesagt. Und dann hat der Carol das Kommando über mein Boot Lissy gegeben. So hieß meine Großmutter. Lissy, oh wie schön. Ist der Turm etwa nicht in Ordnung? Wie gesagt, mir hat keiner was erzählt. Und so wie ich die Magier kenne, halte ich mich aus ihren Angelegenheiten auch besser raus. Ich würde ja vermuten, dass es irgendwas mit Magie zu tun hat. Aber im Turm hat alles irgendwas mit Magie zu tun. Ich glaube, dass der Turm der Magie ist, aber ich muss dorthin, eine offizielle Angelegenheit. Lasst mich da raus. Ich sagte schon, ich bin kein Fährmann mehr. Gregor sagt, ich soll bleiben, bis der Sturm vorbei ist. Aber manche Stürme verziehen sich nicht so schnell. Okay. Trotzdem danke für die Hilfe. So freundlich. Leute wie ihr behandeln unser einen selten so zuvorkommend. Immer. Warum auch nicht? Oh, Elfenwurz. Was bist du, Gebinde oder Mensch oder Magier? Ihr seid der graue Wächter, nicht wahr? Ich hatte gehofft, euch zu begegnen. Ich repräsentiere eine Gemeinschaft von Magiern, die ihr Leben ohne die ständige Kontrolle durch die Kirche führen möchten. Erzählt mehr oder verstößt euch nicht gegen die Gesetze der Kirche? Ich versichere euch, dass wir niemandem schaden und die Gesetze der Kirche befolgen. Alles, was wir wollen, ist ein Leben außerhalb des Schattens der Templer. Hier neben mir findet ihr, wie in jeder anderen größeren Ansiedlung auch, einen unscheinbaren Sack, der Anliegen von Magiern aus dem ganzen Land enthält. Sie alle brauchen die Hilfe von jemandem, der fähig und diskret ist. Ich werde sie mir zumindest mal anschauen. Ich danke euch sehr.
In jeder größeren Ansiedlung findet ihr einen unserer Vertreter, der bereit ist, euch im Namen der Gemeinschaft für erledigte Aufträge zu entlohnen. Der Erbauer möge auf euch herablächeln. Hehe, Grinsebacke. Zack, ach da. Oho, Orte der Macht. Hört meine Worte und gehorcht. Da meine Kräfte die Kräfte von Grebulasch, dem... Was? Ephiteton? Schwinden? Muss meine Verbindung zu den mythischen Orten, die ich hinter mir gelassen habe, wiederhergestellt werden. Ihr, der Empfänger dieser Nachricht, werdet an diese Orte reisen und dort nach meinen persönlichen Siegeln suchen, um ihre verborgenen Kräfte für mich freizusetzen. Ihr findet diese Orte mystischer Macht in den ältesten Gebieten der Welt, den Brazilianwald, den tiefen Wegen, dem Herzen Denerims und nahe des Fundaments des Turms des Zirkels. Okay, falsche Zeugen. Die Aktivitäten der Malefica vor meiner Türschwelle sind nicht unbemerkt geblieben, weshalb ich nun selbst in Gefahr schwebe, vor die Templer geschleift zu werden. Einige Herumtreiber behaupten, sie hätten beobachtet, wie ich verbotene Künste ausgeübt habe und sind aufgebrochen, um der Kirche Bericht über meine angeblichen Taten zu überbringen. Ich bitte die Gemeinschaft der Magier, diese falschen Zeugen aufzuspüren und sie um jeden Preis aufzuhalten. Sie sind entlang der Straße von Lothering nach Dunaram gereist. Sollten sie dort eintreffen, werden ihre Lügen mein Schicksal besiegeln. Schauen wir mal, vielleicht können wir die überreden. Ach du Kacke. Entlassungsschreiben. In Leben. Jeden jungen Mannes kommt einmal der Zeitpunkt, an dem er aus dem Schatten seines Mentors hervortreten muss. Für meine drei jungen, unbedeutenden Schüler ist dieser Zeitpunkt nun gekommen. Derjenige, der meine Bitte erfüllt, nimmt es auf sich, meinen Schülern, die zweifelsohne im Unklaren über den Inhalt der Dokumente sein werden, Glückwunschschreiben zu überbringen. Die Namen der Schüler sind Steric, Alina und Steth. Ich habe sie umsichtigerweise von meinem Aufenthaltort fortgeschickt, sodass diese Schreiben an den öffentlichen Orten entgegennehmen können, wodurch die Sicherheit meines Kuriers gewährleistet ist. Ihr findet zwei von ihnen in Denerim. Der dritte beschafft ein etwas selteneres Objekt aus Orsama. Und seid bitte einfühlig. Ich möchte nicht, dass ihre Gefühle verletzt werden. Mörder deines Bruders. Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Eine Bande teuflischer Malefica vollzieht ihre ruhelosen Rituale in nächster Nähe meines eigenen Heiligtums. Das kann ich nicht hinnehmen. Ich, Jubasto, werde denjenigen belohnen, der diese Teufel aufspürt und vernichtet, bevor sie ihre Übel ausbreiten und unerwünschte Aufmerksamkeit der Templer oder Dämonen auf meine Umgebung zieht. Reist in den Brazilianwald und vernichtet diese Gotteslästerer. Schauen wir mal. Kräutermagie. Eine Katastrophe. Ich war derart mit persönlichen Projekten beschäftigt, dass ich es versäumt habe, grundlegende Zutaten für meine Kräuter Arzneien zu sammeln, mit denen ich meinen Verstand für die andere Welt schärfe. Ohne sie bin ich am Ende. Am Ende. Ich werde denjenigen, der mir 10 Bündel Tiefenpilze bringt, demütig entlohnen. Mit ihrer Hilfe könnte ich meine Suche nach Erleuchtung mit klarem Verstand und wenig Anfällen von Schläfrigkeit und Magenverstimmung fortsetzen. Möge derjenige, der diese Bitte erfüllt, für seine edlen und selbstlosen Taten mit Reichtümern und der Liebe des Erbauers überhäuft werden. Er bringt mir nicht weniger als die Erlösung. Merkwürdig, aber okay. Hier ist noch eine Tür. Oder gehen wir erstmal mit dem reden? Ach, gehen wir erstmal rein. Hallo? Aber Inge, missmutiger Gast, eine Truhe. Ist abgeschlossen. Ich werde es tun. Liebesbrief.
Hä? Drei Liebesbriefe haben wir schon. Edo. Was starrt ihr so? Kann ein Mann nicht in Frieden trinken? Nein. Was starrt ihr denn so? Rana wird. Hallo, der Rana. Guten Tag. Guten Tag, wird. Guten Tag und willkommen in der verwöhnten Prinzessin. Kann ich euch irgendetwas bringen? Ich möchte was zu trinken. Natürlich. Was hättet ihr gerne? Merkwürdige Sachen zu trinken hast du da. Wein. Nehme ich. Glamoulette. Kann ich mir Eisen hier leisten? So ein Mist. Starker Wundumschlag geht nicht. Der ist da. Ah, nur zwei. Frag, ob ich davon mal was verkaufen kann. Ich hab doch keine Ahnung. Das da. Wenn ich nur wüsste, was das alles für Zeug ist und wem ich das andrehen kann. So, habt ihr sonst noch irgendwas? Zum Beispiel so ein Säckchen für mich? Ne. Okay. Willkommen zurück in der verwöhnten Prinzessin. Was kann ich heute für euch tun? Warum nennt man seine Taverne verwöhnte Prinzessin? Die Idee hatte mein Vater. Er war vor mir, der Wirt hier. Damit ist meine Schwester gemeint. Sie war seine kleine Prinzessin. Die Prinzessin beschloss eines Tages, dass ihr das Landleben zu langweilig war und zog nach Dannerim. Glanzvoller, meinte sie. Sie wurde ermordet aufgefunden. Und alles, was ihr mein Vater von seinem sauer verdienten Geld gekauft hatte, hatte man ihr geraubt. Mein Vater starb an gebrochenem Herzen. Meine Mutter hörte auf zu essen. Und ich erbte den Laden. Der Name ist geblieben. Ende der Geschichte. Geht klar. Natürlich. Was hättet ihr gerne? Achso, war ja, genau, war ja kaufen. Willkommen zurück in der verwöhnten Prinzessin. Was kann ich heute für euch tun? Natürlich. Wenn ihr irgendetwas möchtet, lasst es mich wissen. Da ist nicht viel los. Dann gehen wir mal zum Templars. Ups, ah ne. Ach, ich will mal hupfen. Das ist unfair, dass man nicht hupfen kann. Hey, Carol. Ich muss zu Lissy. Ich will hier rüberfahren. Ihr da. Ihr wollt doch nicht etwa zum Turm, oder? Ich habe nämlich strikte Befehle, niemanden durchzulassen. Ich bin ein grauer Wächter und ersuche die Unterstützung durch die Magier. Oh, ein grauer Wächter seid ihr. Beweist es. Beweisen? Ich habe hier Dokumente. Ja? Oh, ein Siegel der grauen Wächter. Aha. Ihr behauptet also, einer von denen zu sein. Wisst ihr, Dokumente habe ich auch. Sie sagen, ich bin die Königin von Antiva. Was sagt ihr dazu? Soll ich dir die Fresse polieren? Sind Königin nicht weiblich? Nicht viel. Ihr seid offensichtlich ein Templer. Und wenn ihr eure Behauptung, wer ihr seid, nicht beweisen könnt, lasse ich euch nicht vorbei. Wie auch immer, ich danke für das Gespräch. Und jetzt geht weiter. Na los! Überreden. Euer Vorgesetzter wird nicht gefallen, dass ihr mich behindert. Wirklich? Denkt ihr, Gregor wäre verstimmt, wenn ich euch nicht einließe? Moment. Ja, vermutlich wäre er das. Gutes Argument. Ja, er wäre sehr zornig, wenn ihr mich nicht durchliest. Er gibt hier die Befehle. Und mit einem grauen Wächter würde er bestimmt fertig. Einem angeblichen grauen Wächter. Nun, soll ich euch dann jetzt hinbringen? Ja, bitte? Dann kommt mal mit. Geht doch. Depp. Maus vergessen. Mitgeladen, yay! Und ich will immer zwei Mann auf Posten mit Sicht auf die Türen haben. Ohne meine Genehmigung wird keine Tür geöffnet, ist das klar? Jawohl, Sir. Die Türen sind verrammelt. Wollen Sie die Leute draußen halten oder drin? Jetzt heißt es warten und beten. Ihr seid Gregor, nehme ich an. Wer seid ihr?
Carol hatte klare Anweisung, niemanden über den See zu bringen. Wir haben es hier mit einer heiklen Situation zu tun. Ihr müsst gehen, zu eurer eigenen Sicherheit. Nein, Magier haben die Verpflichtung gegenüber Grauen Wächtern. Ich ertrage kaum noch, dass die Grauen Wächter nichts tun, außer Leute für den Kampf gegen die Dunkle Brut zu rekrutieren, obgleich es ihr recht ist. Hier findet ihr keine Verbündeten. Die Templer können niemanden entbehren und die Magier sind indisponiert. Offen gestanden, der Turm ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Abscheulichkeiten und Dämonen machen die Hallen des Turms unsicher. Der Zirkel ist verloren. Der Turm ist gefallen. Dämonen? Braucht ihr Unterstützung im Kampf? Ich habe Denerim benachrichtigt und um Verstärkung und das Recht der Auflösung gebeten. Das Recht der Auflösung? Das Recht der Auflösung gibt Templern das Recht, einen Zirkel von Magiern zu beseitigen. Vollständig. Die Magier sind vermutlich bereits tot. Alle verbliebenen Abscheulichkeiten müssen um jeden Preis beseitigt werden. Die Situation ist prekär. Es gibt keine Alternative. Alles im Turm muss zerstört werden, um ihn wieder sicher zu machen. Die Magier sind nicht schutzlos. Einige leben sicher noch. Wenn das so ist, beschützt sie der Erbauer persönlich. Niemand kann diese monströsen Kreaturen überlebt haben. Es schmerzt zu sehr, auf Überlebende zu hoffen und dann nichts zu finden. Aber ihr habt alle eingesperrt. Wenn ihr so sicher seid, wozu dann das Recht der Auflösung warten? Nur die oberste Klerikerin in Denerim kann die Auflösung dieses Zirkels anordnen. Außerdem müssen wir auf Verstärkung warten. Wenn wir jetzt eindringen, sind wir alle verloren. Ich kann meine Männer nicht in den Tod schicken. Solange die Tür hält, warten wir. Denerim muss unsere Nachricht erhalten haben. Es kann nicht mehr lange dauern. Wenn ich euch beim Zirkel helfe, unterstützt ihr mich dann? Wenn ein Wunder geschieht und ihr die Abscheulichkeiten vernichtet, werden sich die Templer eurer Armee anschließen. Ohne Nachricht aus Denerim muss ich entscheiden, was geschehen soll. Die Zerstörung der Dunklen Brut ist mit Sicherheit ein Heeresziel. Dann haben wir eine Abmachung. Ein Wort der Warnung. Sobald ihr diese Schwelle überschreitet, gibt es kein Zurück mehr. Die großen Türen müssen verbarrikadiert bleiben. Ich öffne sie erst, wenn ich Beweise dafür habe, dass es sicher ist. Ich glaube erst, dass es vorbei ist, wenn der erste Verzauberer vor mir steht und es mir sagt. Wenn Irving gefallen ist, dann ist der Zirkel verloren und muss zerstört werden. Andraste schenke euch ihren Mut, was immer ihr auch entscheidet. Jawohl. Dann speichern wir lieber mal 5. Nein, ich will gar nicht raus. Tiermeister. Der hat doch bestimmt ein bisschen Zeugs. Wie ihr wünscht. Auch wenn ich kein Geld habe. Lyrium. Wenn es nur schon vorbei wäre. Wir haben kaum noch Vorräte. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch halten können. Jetzt ist ja bald vorbei. Das hoffe ich. Also, seid ihr hier, um zu handeln? Ja. Deutsche. Wie gut sind die? Viridium. 5-2. Nett. Langschwert, Schwan. Langschwert, Stahl. Uh. 67, aber zu teuer. Das ist so gemein. Wir haben einfach kein Geld, wir brauchen irgendwoher Geld. So. Wenn ich mich recht erinnere, war die und den Schlüssel wegwerfen immer der Plan B der Templer. Und zu die Tür. Da schüttelt der Kopf. Ja, wir gehen da rein. Wie viel Inventarplatz habe ich eigentlich? Naja, ein bisschen was. Derzeit kann ich ein bisschen plündern. Tagebuchseiten. Wächter. Ah. Yes. Nice. Hier gibt es wieder Zeug zu holen. Yeah. Waschtisch. Schon wieder einer.
Warum er nur Elfenwurzel in seinen Waschtisch tut, verstehe ich noch nicht. Und warum da Dreck im Eck liegt. Tote Templer, tote Magier, noch mehr tote Templer. Glitzert's. Ruhe eines Schülers. Noch mehr. Noch mehr Tagebuchseiten. Erlaubt ihr? Natürlich. Schnecke. Kannst du das nicht einfach automatisch machen? Von Haushaltsbüchern und Ausgaben über längeren Zeitraum. Nützlich für Händler und Verträge und Löhne aushandeln. Aha. Okay. So, was haben wir denn? Noch eine Droge. Was ist denn da los? Was? Die Stelle. Verkaufen. Die Stelle. Was denn für eine Stelle? Die Stelle beim Wind des Erbauers. Darcy. Ich sagte zwar, ich würde warten, aber hier geht's um mehr als eine Meinungsverschiedenheit. Uldred hat Abscheulichkeiten losgehetzt. Ein trug die Robe meines Mentors. Eine trug die. Wenn du es bis zur Stelle schaffst, liegt dort etwas, was dir vielleicht weiterhilft. Man muss jetzt vor den hochrangigen Magiern nicht mehr verstecken und keine Sorge, wenn Denris üblicher Gebühr, um sein Bett zu verrücken. Er ist tot, was? Aha. Okay. Er ist tot. So, jetzt machen wir die erste Tür auf und... Nett. Ihr seid es. Nein, bleibt weg von mir. Grauer Wächter oder nicht, ich werde euch erschlagen. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Rin, was tut ihr denn hier? Ich bin eine Magierin des Zirkels. Viel wichtiger ist, warum ihr hier seid. Die Templer lassen doch nicht einfach jeden durch. Ich bin hier, um die Magier um Hilfe zu bitten. Ich bin hier... Ich helfe dir dabei, die Probleme des Zirkels zu lesen. Ich bin hier, um die Magier um Hilfe und zu bitten. Vermutlich wurde euch gesagt, dass der Zirkel zu dieser Hilfe derzeit nicht in der Lage ist. Warum haben euch die Templer dann reingelassen? Wollen sie jetzt den Turm angreifen? Nein. Sie warten auf Verstärkung. Keine Sorge, das Recht der Aufnahme wird noch nicht erteilt. Aber sie haben es beantragt. Das hatte ich befürchtet. Was hätten sie sonst auch tun können? Gregor glaubt demnach, dass für den Zirkel keine Hoffnung mehr besteht. Vermutlich denkt er, wir wären bereits alle tot. Sie haben uns unserem Schicksal überlassen. Aber selbst eingesperrt in der Falle haben wir überlebt. Wenn sie allerdings das Recht umsetzen, werden wir uns nicht mehr behaupten können. Wir vergeuden Zeit. Es gibt die Abscheulichkeiten zu erschlagen. Wenn ihr hier seid, um Abscheulichkeiten zu erschlagen, so lasst mich euch helfen. Ich habe eine Barriere zum Rest des Turms errichtet, damit nichts von innen die Kinder angreifen kann. Solange die Barriere besteht, könnt ihr den Turm nicht betreten. Aber wenn ihr mit mir gemeinsam den Zirkel rettet, werde ich sie bannen. Aber die Templer können jeden Moment angreifen. Wir müssen versuchen, sinnlose Tötungen zu vermeiden. Ja, selbst wenn wir nicht alle Dämonen und Abscheulichkeiten vernichten können, müssen wir die Überlebenden nach draußen bringen. Sobald Gregor sieht, dass wir den Turm gesichert haben, wird er seine Männer bestimmt zurückrufen. Er ist durchaus vernünftig. Gregor wird nur akzeptieren, wenn der erste Verzauber persönlich sagt. Dann ist unser Weg klar. Wir müssen Irving retten. Dann sollten wir sofort beginnen. Sind die Kinder sicher? Petra und Kinnan bleiben bei ihnen. Wenn wir alle Monstren erschlagen, denen wir unterwegs begegnen, kommt keines zu den Kindern durch. So könnte es funktionieren. Wir sollen dieser salbadernden Lehrerin helfen, diese jämmerlichen Hilfsmagier zu retten? Ja. Sie haben sich ohne Verstand zusammentreiben lassen, wie Vieh. Und wenn ihre Herren jetzt beschlossen haben, dass sie reif zum Schlachten sind, wüsste ich nicht, warum wir das verhindern sollten. Unter anderen Umständen hättet ihr eine von ihnen werden können. Ich habe eine Entscheidung getroffen, wir werden wollen helfen. Warum verachtet ihr den Zirkel so sehr? Seht doch nur, wie diese Speichellecker der Kirche leben. Ihnen fehlt jeder Respekt vor sich selbst und ihrer Macht. Warum sollte ich sie dann respektieren?
Womöglich habt ihr am Ende doch recht. Genug jetzt behandelt eure zusätzlichen Gedanken für euch. Jeder verdient Respekt, sogar grausame Leute wie ihr. Das klingt böse. Okay. Wie ihr meint. Petra, Kinnan, kümmert euch um die anderen. Ich bin bald wieder zurück. Wynn, seid ihr dazu auch in der Lage? Ihr seid bereits schwer verwundet. Vielleicht sollte ich mitkommen. Die anderen brauchen euren Schutz dringender. Ich schaffe das schon. Bleibt hier bei ihnen. Sorgt für Sicherheit und Ruhe. Gehen, wir haben genug geredet. Wenn ihr bereit seid, bereiten wir ihm jetzt ein Ende. So, Wynn ist fest dabei. Ich hätte jetzt noch gern dabei auf jeden Fall so ein Schloss knacken. Und Templer? Nehmen wir einen Templer mit. Tut mir leid, Morrigan. Nice. Machen wir Heiler. Und wenn selbst Mana unter 25%. Du hast einen Lyrium-Trank, dann kannst du nämlich Lyrium trinken. Heilung, Heilung, Heilung. Sehr schön. Und du bist Fernwaffe, bitte. Leliana hat immer noch nichts weiter dazu bekommen. Alistair leider auch nicht. Und ich auch nicht. Da ist noch eine Truhe. Yeah. Deswegen habe ich Leliana dabei. Gib. Da geht's weiter. Ja, natürlich. Da sind wir. Ich bin beinahe selbst überrascht, dass ich sie so lange aufrechterhalten konnte. Hat euch das erschöpft? Manchmal war ich sehr erschöpft. Aber ich musste stark bleiben, um uns schützen zu können. Seid auf alles vorbereitet. Ich weiß nicht, was für Bestien hinter der Barriere lauern. Seid ihr bereit? Moment, ich bin noch nicht so weit. Es wäre wohl nicht unklug, ein wenig Zeit auf die Planung einer Strategie zu verwenden. Und, seid ihr bereit? Warte noch einen Moment. Wir wissen was... Achso. War das vorher auch schon? Nee, kann das nicht knacken. Okay, dann gehen wir rein. Und, seid ihr bereit? Also gut. Alle auf Posten. Bis jetzt ist noch gar nichts da. Wird gespeichert. Ha, 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 ha. Da sind schon die ersten Abscheulichkeiten. Abscheulichkeit der Wollust. Des Hungers und des Zorns. What the? Explodieren die, wenn die sterben, oder was? Sieht so aus. Als ob diese. Ja, hier müssen wir verdammt viele Bücher einsammeln, denke ich. Wissenschaft. Beschwörung. Neue Quest. Beschwörung. Aha. Gut zu wissen. In Ordnung. Kleiner Schild. Was ist das für eine Quest? Du hast ein Lehrbuch über arkane Beschwörungsrituale gefunden. Beim aktuellen Zustand der Bibliothek wäre es allerdings unklug und gefährlich, etwas derartiges zu versuchen. Okay. Zeichen der Beschwörung. Durch. Ist der besser als einer von denen? 4-4 und plus 4 Angriff. Nein, dann nicht. Wenn das Beschwörungsding ist, dann speichern und mal gucken, was das jetzt ist. Was jetzt? Ja, sofort. Das hat nix. Wie ihr wünscht. Okay, dann nicht. Doch, da ist das Beschwörung des Ersten. Hä? Das war vorhin aber noch nie.
Buch der Geisterpersönlichkeit. Marcus Groving. Aber selbstverständlich. Aha, das macht mir einfach nur Schaden. Beschwörung des Ersten. Beschwörung des Zweiten. In Ordnung. Auch nicht. Notiz des Schülers. Hier ist ein Stück Papier versteckt. Und hier ist noch mehr. Novizenphylakterien. Auch nix. In welche Reihenfolge muss man das klicken? Genau so wird es geschehen. Das hat bestimmt irgendeine ganz spezielle Reihenfolge. Okay, dann gehen wir erstmal. Da ist ein Dämon dabei. Niederer Dämon des Zorns. Geht dann nicht auf Quinn. So, Zipfel. Quinn muss uns heilen. Ja, die explodieren. Und zack. Haben wir irgendeine Rüstung oder brennen wir? Ich glaube, wir brennen. Alles, da geht's auch nicht so gut. Wie ihr wünscht. Aha. Das kapiere ich noch nicht ganz. Da gibt es, wie gesagt, irgendeine Reihenfolge. Aber selbstverständlich. Mhm. Können wir jetzt den ersten beschwören? Genau so wird es geschehen. Egal, gehen wir weiter. Immer explodiert, das ist voll fies. Macht man nicht so viel Schaden. Aber Schaden macht's nicht, oder? Die Explosion. Oder nicht viel. Weg. Ah. Die Zipfel, warte mal. Quest. Du hast ein Lehrbuch über die Arcanum-Dings. Steht nichts weiter dabei, muss ich wahrscheinlich das Lehrbuch lesen. Hallo. Schwörung des Vierten, hier geht's noch weiter. Oh oh. Ein Schülersquest aktualisiert. Finde und aktiviert die verbleibenden mystischen Orte der Macht. Sie liegen im Preserve. Achso, das war das. Aber da hat sich nichts geändert, ne? Nö. Leichnam des Templers. Habe ich da jetzt eigentlich ein Buch oder sowas im Inventar? Was ich eventuell lesen kann? Ich sehe nichts. Wahrscheinlich im Kodex. Aber wo ist der? Tagebuch. Quests. Abgeschlossene Quest. Kodex. Quest bezogen. Die Wissenschaft der Beschwörung. Wurde in zwei Hälften zerrissen. Das Buch ist Übung 1. Konzentriert euch auf die Beschwörungsschrift. Wählt den zweiten Abschnitt aus dem Almanach der bekannten Geister. Zweites Regal aus. Greift mit offenen Händen durch die erste Beschwörungsflamme. Okay, also was ist es? Zweiten Abschnitt. Einmal nach der bekannten Geister. Und dann das erste Dings aktivieren. Okay. Gucken wir doch mal. Zweites Regal. Einmal nach der... Zweites Regal?
Und dann Beschwörung des Ersten. Gehen wir mal dahin. Aber selbstverständlich. Da passiert nichts, okay. Buch der Geisterpersönlichkeit, das ist das. Zweites Regal und dann das. In Ordnung. Geisterschwein. Okay. Codex. Übung 2. Konzentriert euch auf die Beschwörungsschrift. Rezitiert Rekomends ungewöhnliches Herbeirufen. Erste Abteilung, Unterstützungsregal. Legt eine Silbermünze vor die Füße der Statue von McGrath. Greift mit offenen Händen durch die zweite Beschwörung. Okay. Rezitiert Redrucks ungewöhnliches Herbeirufen. Erste Abteilung, Unterstützungsregal. Aha, erstmal das aktivieren. So. Gewöhnlicher Aufruf. Hä? Ah, da. Ich bin erfreut. Legt dann eine Münze auf Magnus. Oh shit, wir sind schon voll lang dabei, gell? Aber die Beschwörung machen wir jetzt noch. Und greift dann ins zweite. Hallo. Krass. Codex, gibt es dafür irgendwie eine Abkürzung? Übung 3. Informiert höhere Magi darüber, dass ihr die Lektion durchgeführt habt. Konzentriert euch auf die Beschwörungsschriften. Rezitiert den zweiten Abschnitt von Elrons großen Bereich. Versiegelte Texte, dritter Bereich. Elvorn. Okay, beobachtet das außergewöhnliche Spiel auf dem Gemeinschaftstisch im ersten Bereich. Legt die Haarlocke zwischen die Seiten des Spielmanualins. Rechts neben den versiegelten Texten. Egal, erstmal dritter Bereich, Elvorn und erster Bereich am Tisch. Dritter Bereich, Elvorn, irgendwas. Aber selbstverständlich. Erster Bereich am Tisch. Das ist ein Geisterschwein. Ich bin erfreut. Genau so wird es geschehen. Ausgewählter Sieg. Beobachtet das ausgewählte Gemeinschaftstisch, ja. Legt die Haarlocke zwischen die Seiten des Internets rechts neben den versiegelten Texten. Und dann führt die Stadtmagiums Geste zwei Finger durch. Okay, nochmal ganz hinter, neben den versiegelten Texten. Ich glaube, da rein. Ja. Jetzt hinten zu der Statue, irgendwas mit zwei Fingern. Und jetzt? Atmet auf dem getrockneten Schierling im Novizen zweite Abteilung und greift auf den Händen durchs dritte Portal. Okay, irgendwas mit Novizen im zweiten Teil. Da lockt doch hier irgendwo mal was mit Novizen. Oh oh. Ah, hier. Im zweiten Regal, also da. Und das dritte Portal. Und das vierte, keine Ahnung, was das dann wird. Wow. Ein Nichtschreiter. Mädel. Ja, gar nicht mal so unpraktisch, ne, wenn er da. Zack. Krass. Du hast es erledigt. Yay, Mädel. Du bist so gut. Krass. Codex. Codex.
Geisterschweintrickserei, nicht Schreiter. Der Schreiter ist ein seltsamer Bewusstsein, das erst im Augenblick des Rituals eine Form bekommt. Seine Erscheinung soll den Beschwörungsschüler ängstigen, wodurch erst erreicht wird, dass er dem nicht mit Respekt gegenüber im Grunde. Achso. War's das da jetzt? Ja. Das war die Quest, okay. Und was ist da mit dem vierten? Beschwörungsding? Kann man den Beschwörungsschrein nochmal anklicken? Ja. Wie ihr wünscht. Aber was muss ich machen, um dann den vierten zu aktivieren? Nichts. Keine Ahnung. An dieser Stelle, wo alle da sind, sagen wir hier, vielen Dank fürs Zusehen. Wir, die ganze Truppe, hofft, es hat euch gefallen. Würden uns über Feedback freuen und bis zur nächsten Folge. Ciao.